Hallo zusammen, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Paul und arbeite im technischen Service hier bei Meditech Sachsen. Ich möchte euch heute kurz mal was über das Thema SDK, der sicherheitstechnischen Kontrolle, und das Thema MTK, der messtechnischen Kontrolle, erzählen. Ich fange mal zuerst mit der SDK an. Also grundsätzlich ist an allen medizinischen Geräten eine SDK Pflicht. Das ist auch in der Medizinproduktebetreiberverordnung niedergeschrieben. Diese sollte auch jährlich stattfinden. Ja, das Ziel der SDK ist es, das rechtzeitige Erkennen von Mängeln sowie Risiken für Patienten, Anwender und Dritte. Wir arbeiten ja auch mit den Geräten am menschlichen Körper, daher sollte diese auch fehlerfrei funktionieren. Ja, ein paar Beispielgeräte dafür sind zum Beispiel Reizstromgeräte, Ultraschallgeräte, Stoßwellen, EKGs, Defibrillatoren und auch Therapie- und Behandlungslinien. Ja, bei der MTK ist es fast dasselbe. Diese ist ebenfalls in der Medizinproduktebetreiberverordnung niedergeschrieben und muss alle 2 Jahre stattfinden. Bei dieser stellen wir fest, ob die zulässige Messabweichung des Herstellers eingehalten wird. Beispielgeräte dafür sind zum Beispiel Blutdruckmessgeräte aller Art, egal ob manuell oder elektrisch, Tretkurbelergometer und Audiometer. Ja, diesen Service bieten wir an, beziehungsweise das mache ich halt auch vor Ort in den Praxen. Dazu beinhaltet der Service auch, dass wir Sie beim Prüfmanagement unterstützen. Wie zum Beispiel durch Erinnerung der Prüfintervalle und Koordination vor Ort, damit Sie in Ruhe weiterarbeiten können, während wir prüfen. Ja. Falls Sie noch weitere Fragen haben, ein Angebot möchten oder auch gleich die Prüfung durch uns möchten, dann melden Sie sich gerne. Die Kontaktdaten sind unten im Video hinterlegt. Danke.